So, also wenn du keine Zeit hast für Sport, dann habe ich einige Ideen für dich. Ganz wichtig ist zum Beispiel, wenn man spazieren geht, 1-2 Kilometer, hat man immer Zeit. Die Ausrede Zeit habe ich nicht, gibt es nicht. Oder zum Beispiel, ich gehe die Treppe rauf und fahre nicht mit dem Aufzug im 2. Stock, habe nichts Schweres dabei zum Tragen. Also habe ich schon wieder mal ein Treppensteigentraining. Und das, wenn man jeden Tag die Treppe geht, dann hat man schon ein Grundlagentraining mit etlichen Stufen, was hervorragend ist. Dann zum Beispiel, man geht zum Schwimmen, ja, dann hat man 200 Meter zum Schwimmbad, ja, da muss man nicht mit dem Bus fahren oder mit dem Auto manche bringen die Kinder 100 Meter zum Kindergarten und diese Tätigkeiten kann man immer ausführen und ich gehe zum Einkaufen, habe 2 schwere Taschen, die ich noch tragen kann, gut, dann gehe ich heute 400-500 Meter heim, habe wieder 800 Meter Pensum hinter mir. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel 1,5 Liter Wasserflaschen nehmen und damit ein Krafttraining machen zu Hause. Also zum Beispiel beim Kochen, ja, dann stelle ich mich auf ein Bein, wenn ich gerade nicht das große Messer in der Hand habe, also vorsichtig sein, eher beim Teig rühren, auf einem Bein, da hat man schon linkes Bein, rechter Arm, hat man eine super Kombination zum Training. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind so vielfältig, zum Beispiel auch beim Fernsehen. Da kann ich sogar Kniebeugen machen beim Fernsehen, ist doch kein Problem. Gehe vom Fernseher 5 Meter davor, mache 10 Kniebeugen, das 3-mal und habe ein Workout und lasse mal meine Chips weg und dann habe ich super Training. Passt doch. Also ihr seht, es gibt Möglichkeiten, die sind so vielfältig, die muss man einfach nutzen. Und das Wichtigste ist, denkt an euren inneren Schweinehund. Immer etwas tun und nicht weglassen. Folgende Situationen, wenn jemand noch eingeschränkt ist und möchte sich immer noch bewegen, dann, ich sage mal, wenn er jetzt Schwierigkeiten hat, die Treppe raufzugehen, dann hält man sich mit beiden Händen am Geländer fest und geht halt ganz vorsichtig und langsam. Weil das stärkt auch wiederum die Muskulatur, weil wenn die abbaut, dann ist man noch schlechter dran. Also Muskulatur ist immer wichtig, die zu erhalten. In jeder Situation und alle Möglichkeiten zu nutzen, die für eine Bewegung möglich sind. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und zum Thema Hausarbeit oder, ja, ich sage mal Gartenarbeit, ist natürlich für viele entspannend, weil ich habe selber viel im Garten gearbeitet und das ist ein super Training, weil man baut den Rücken auf, man ist an der Natur, atmet die frische Luft und es entspannt den Geist und Körper und man kommt mental runter. Also das wären so meine Empfehlungen für euch, damit ihr das auch wirklich umsetzt. Übrigens, ihr seht, ich sitze jetzt auf diesem PC-Ball und den kenne ich eigentlich schon sehr lange. Ich hatte eine Schülerin im Training, die hatte über Jahre immer den Ball in der Buchhaltung. Also die war immer im Büro drauf gesessen und hatte nie irgendwelche Rückenprobleme, weil der Körper muss immer ausgleichen. Das heißt, die Muskulatur wird immer irgendwie angesprochen und man hat ein gutes Sitzgefühl, ist besser wie ein Stuhl, muss ich sagen, und ist eigentlich sehr zu empfehlen, um auch ganz einfach Fitness während der Arbeit zu machen, im Sitzen. So, das war's jetzt für euch und wir sehen uns bestimmt wieder mit den nächsten Programmen. Servus, für Gott und auf Wiedersehen.